Und mit dieser wunderschönen Musik begrüße ich euch ganz recht herzlich nun endlich, also für mich endlich, zum Remake von Final Fantasy VII. Zum derzeitigen Aufnahmezeitpunkt kann ich euch auf jeden Fall sagen, bin ich mit dem Original noch gar nicht auch durch. Aber alles, was hier halt drin vorkommt, habe ich auf jeden Fall schon lange aufgenommen. Ich bin gerade beim Tempel des alten Volkes im Original. Und ich wollte heute eigentlich das Original auch weiter aufnehmen, aber wir sind ein bisschen zu spät aufgestanden, wie das halt immer kommt. Und ich spiele Final Fantasy einfach am liebsten bei strahlendem Sonnenschein. Ich weiß nicht warum, hat sich irgendwie so eingebürgert bei mir. Ach ja, und deswegen, jetzt ist es halt schon ziemlich dunkel draußen. Und da dachte ich, ey komm, nimmst du einfach mal das geniale Remake schon mal auf, weil davon brauche ich ja auch definitiv Folgen und will das relativ zügig, mehr oder weniger, in 2022 hochladen. Und ja, hier sind wir nun auf jeden Fall endlich. Und wenn ich schon diese Musik wieder höre, na, dann gerate ich einfach direkt wieder ins Schwärmen und es ist so wunderschön. Ich habe eben zwei Testaufnahmen gemacht und ich hoffe, dass es vom Sound her so passt, aber ich denke eigentlich schon, dass es so passen sollte. Und deswegen starten wir einfach mal jetzt durch. Fortsetzen? Nein, wie denn? Wir können mal eben die Einstellungen auch schauen. Audio. Hintergrund. Hier, die Sprachausgabe, die kann ich nämlich ein bisschen hochstufen anscheinend, oder? Nee, kann ich nicht. Ist schon auf voller Lautstärke anscheinend. Lauter geht's nicht. Na gut. Dann können wir eigentlich rein theoretisch alles so lassen. Die anderen Sachen könnte ich sonst ein bisschen leiser eventuell noch stellen, aber eigentlich war es in den Testaufnahmen ganz gut. Ich hätte sonst die Sprache extra laut gemacht, aber so geht's eigentlich auch. Sprache sollte klar sein, ist Deutsch, genau. Gameplay, irgendwas zu beachten. Normal. Das ist es nämlich. Oh, klassisch. Was wäre denn klassisch? In diesem Modus kämpfen die Charaktere automatisch und du kannst dich ganz auf die Auswahl von Kommandos konzentrieren. Aha. Das Niveau der Kämpfe ist wie auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Das wäre auch eine interessante Sache auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das brauchen wir nicht. Das wäre wirklich nicht der klassische Modus, sondern ich glaube der sehr einfache Modus. Und die kämpfen eigentlich auch so automatisch so ein bisschen mit. Klar kann man ihnen nochmal extra Kommandos geben, aber so oder so sind die ja nicht untätig, wenn ein Kampf ist. Von daher, das brauche ich eigentlich nicht. Für Spieler, die sich auf die Story konzentrieren wollen, ganz genau das machen wir nämlich. Das Ding ist halt, ich würde auf normal auch durchkommen. Das denke ich doch mal. Mein Freund hat es ja auf normal auf jeden Fall so für sich durchgespielt und ich habe ihm dabei damals zugeschaut und somit das Remake halt zum ersten Mal dann komplett so erlebt und kennengelernt. Und ich habe dann auch teilweise mal übernommen und es war okay. Aber ich muss sagen, es ist mir dann einfach zu nervig. Für manche ist es dann toll, die lieben das als Herausforderung, aber für mich ist es einfach nur nervig, wenn Gegner einfach viel zu lange aushalten. Und deswegen, die will ich einfach nur zerschnetzeln. Und deswegen mache ich das genau so. So, sonst noch irgendwas hier wichtig? Sprechernamen und Untertitel anzeigen? Ja, würde ich mal sagen. Normalerweise bin ich ja absolut kein Fan von Untertiteln, wie ihr wisst. Aber in diesem Falle würde ich es tatsächlich eingeschaltet lassen, weil so oft einfach irgendwas im Hintergrund auch noch gesagt wird durch irgendwelche Nachrichtendurchsagen in der Stadt oder irgendwelche Gespräche von Leuten, was man nur vom Audio her nicht unbedingt immer gut verstehen können würde. Und deswegen finde ich es eigentlich bei dem Spiel auf jeden Fall passend, den Untertitel tatsächlich eingeschaltet zu lassen. Jo. Hat er es jetzt behalten oder? Ja, doch hat er. Gut. Gut, gut. Dann würde ich mal sagen, starten wir endlich ein neues Spiel. Standardeinstellung, die Kamera rotiert sowohl horizontal als auch vertikal in die angesteuerte Richtung. Ich denke mal, das ist das Richtige. Ich meine, wenn es umgekehrt wäre, wäre glaube ich komischer. Wir können es ja sonst zur Not immer noch umstellen, aber ich denke mal, die Standardeinstellung ist die richtige und perfekte. Let's go!
ich habe doch eben das schon gemacht. Aber okay, das Spiel fragt mich extra nochmal. Ist ja auch nett. Kann jetzt halt geändert werden. Genau, wir wollen einfach. Viel Spaß mit dem Intro.
Wow, ist das mal wieder geil. Der Spielsound könnte jetzt irgendwie dezent zu laut sein, wenn ich sehe, wie der teilweise hier ausschlägt. Aber jetzt ist er wieder gerade irgendwie okay. Aber boah, ey. Also wenn Final Fantasy zu meiner Kindheit gehört hätte, würde ich jetzt gerade schon losheulen, glaube ich, wie ein Schlosshund. Und selbst jetzt habe ich wirklich tatsächlich so ein bisschen Pipi in die Augen, weil es einfach so unglaublich geil ist. Gerade jetzt, wo ich das Original wirklich kenne und auch ja, zur Hälfte jetzt ungefähr durchgespielt habe, was sie einfach gemacht haben hier raus, ne? Dass man diese ganze Stadt Midgar vorher mal gesehen hat, was da wirklich ist, wie die Menschen darin leben, was sie da tagtäglich tun und alles. Und dann das hier einfach so neu aufgelegt in der besten Grafik aller Zeiten. Also, und die Musik ganz neu aufgelegt. Nicht mehr nur einfache Sachen wie ein Synthesizer oder sowas, sondern jetzt ein ganzes Orchester, was diese Stücke spielt. Es ist unglaublich geil. Ich bin also jetzt gerade auch richtig ergriffen. Es ist einfach nur geil. Hi, Barrett. Halt! Wer ist da? Dein Auftritt. Alles klar. Mit Viereck führst du einen Angriff aus. Halte Viereck gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen, der Gegner im Umkreis Schaden zufügt. Okay. Ja? Was? Nein, das wollte ich nicht. Ja, danke, danke, danke. Hallo. Ja? Wie geht's weiter? Fragezeichen, die Anzeige geht nicht weg. Ausweichen mit Kreis, blocken mit R1, Kurzbefehl mit L1 und anvisieren mit R. Okay. Ich würde das nur gerne wegkriegen und es geht gerade irgendwie nicht weg. Ah, doch so. Bam! Hm, mehr habt ihr nicht drauf. Reifeprüfung bestanden. Okay. Wir zählen auf dich. Das könnt ihr. Ach Mensch. Deine ATB-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du mit Viereck attackierst. Ja, das habe ich vor. Maximal können 2 ATB-Einheiten aufgeladen werden. Stimmt, da war was. Hände hoch! Sonst schießt mir! Wenn deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fertigkeiten, Magie, Gegenstände und Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig vom Kommando 1 bis 2 ATB-Einheiten verbraucht. Das Kommandomenü wird mit X aufgerufen. Okay. Keine große Sache. Ganz genau, sehe ich auch so, Cloud. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und dir zahlreiche Informationen ansehen. Drücke Options, um das Hauptmenü zu öffnen. Deine nächste Missionsaufgabe und die Karten werden angezeigt, wenn du... Ah, diese Taste betätigst. Okay. Wenn du dich Stellen mit dem Symbol... Naja, diese beiden Pfeile nach oben näherst, führt dein Charakter automatische Aktionen wie Springen oder Kriechen aus. Genau, das weiß ich auch noch. Hier zum Beispiel. Hey! Die Waffe runter! Mann, hier geht dir die Post ab. Lauf doch! Was für ein Kerl! Du kannst gegnerische Angriffe mit R1 blocken und ihnen mit Kreis ausweichen. Erfolgreiches Blocken mindert nicht nur den erlittenen Schaden, sondern lädt auch die ATB-Leiste auf. Okay. Sofort dagegen! Ich muss mir den Rücken frei halten. Bam! Das war abzusehen. Aber sowas von... Auch hier, wie viel die hier gemacht haben im Vergleich zum Original. Diese Liebe zum Detail, diese verschiedenen Automaten hier und alles Mögliche. Es ist so geil! Okay, hier ist nix.
Durch Drücken von Dreieck kannst du zum Beispiel Kisten öffnen oder mit Personen sprechen. Wenn der Hinweis Halten erscheint, musst du die Taste länger gedrückt halten, um die Aktion auszuführen. Tatsächlich. Heiltrank. Warum auch immer die hier unten einfach so rumliegen, ich weiß es nicht. Oh. Eine Secret-Kiste. Eine Handgranate, das ist schön. Wenn du auf Frachtkisten von Shinra stößt, solltest du versuchen, sie mit Viereck zu zerstören. Manche der Kisten enthalten Heiltränke oder Makonite, mit denen du deine MP regenerieren kannst. Okay. Okay, und da sind meine Leute. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Ach, Cloud. Gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Na, nicht das wieder. Hey, so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, bald's für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Schön. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Klar. Gleich öffnet sich das Tor. Sobald sich das Tor öffnet, beginnt die Mission. Oh, mein armer Magen. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? So, ihr werkelt hier rum, das ist schön, macht mal brav weiter. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Klar, doch bin ich es wert. Du redest hier mit Cloud, hallo? Ich bin der Beste. Mit R3 kannst du die Möglichkeit, hast du die Möglichkeit, macht mehr Sinn, einen einzelnen Gegner als festes Ziel zu bestimmen. R3 anvisieren und aufheben. Oder R nach links oder rechts bewegen fürs Ziel wechseln, okay? Los, Fresschen! Komm her, Hundi! Bam! Ja, ich stirb endlich! Schocker der Woche! Jetzt bist du dran. Weiter geht's. Okay. Ah, ist das geil. Das macht so Spaß. Alter, das freut mich. Was? Da wirst du wohl hier bleiben, Hundi. Das ist aus.
Bam. Na dann. Ah, schon geil. Auch wie die sich dann hier auflösen und quasi sofort zu... Naja, Marco quasi werden. Mehr oder weniger. Gut, das wär's jetzt hier. Dann können wir weiter. Hey Cloud, nimm den Aufzug nach oben. Wir warten hier auf dich. Alles klar. Ich hoffe, ich habe unten nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Hier lang. Oh, Besuch. Für dich. War ja klar. Dei! Keine große Sache. Sehe ich auch so. Wollte schon gerade sagen, nimmst du es nicht mit? Sind ja auch noch Kisten im Regal? Nee, das sind andere Behälter. Okay. Hier ist nichts mehr. Hier kann ich nur die Stange umwerfen. Alles klärchen. Dann weiter. Der Reaktor ist viel größer als früher vom Gefühl her. Macht ja auch Sinn. Er ist schon tot, das war abzusehen, ja genau. Sehr schön, noch mehr Heiltränke. Wie man ja auch einfach die Sachen durch die Gegend schieben kann, das ist so cool. Ach ja, ich kann echt nicht verstehen, warum manche das Remake nicht mögen. Also ich meine, okay, klar, das Kämpfen ist halt ganz anders natürlich, aber trotzdem, es ist geil. Wirklich? Was ist mit dir? Alles klar? Okay. Jetzt sind wir richtig da. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Barrett mag uns nicht, aber das wissen wir ja. Am Anfang sind die sicher noch nicht so grün. Keine krummen Touren. Hab ich nicht vor. Keine krummen Touren. Ja, okay. Na, Süße? Meine liebe Jessie? Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Ach ja, der gute Bix, der immer noch so ein bisschen aussieht wie, also vor allem hier im Original war das ja nicht so klar zu sehen. Aber hier erinnert er mich echt extrem an den guten Solid Snake von Metal Gear Solid. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Oh je. Hände hoch!
Wollte ich auch gerade sagen. Genau. Macht euch auf euer Ende gefasst. Wenn du Dreieck drückst, führt dein aktiver Charakter seine Spezialfertigkeit aus. Ah, Cloud wechselt mit Dreieck aus seiner linken Allround-Haltung in die Offensivhaltung. Die ermöglicht stärkere Angriffe auf Kosten der Defensive. Okay, probiere es am besten gleich mal aus. Okay. Nur einer, das... Nur einer, das wird ein Klacks, ja, denkst du. In seiner Offensivhaltung bewegt Cloud sich langsamer, okay, kann dafür aber stärkere Angriffe ausführen. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahangriffe zu kontern. Das ist cool. Allerdings kann Cloud in der Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zurück in die Allround-Haltung. Okay. Bam! Ja? Hui! Da fliegen die Leutchen hier nur so. Und weiter geht's. Woher nimmt er nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Ich hätte euch sonst auch gleich die Tür aufgemacht. Ich wollte mich nur zuerst umgucken, Leute. Deswegen alles in Ordnung. Ich passe hier auf. Alles klar, dann mach das mal. Jetzt reiß dich mal zusammen. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Kinderspiel. Dann haut mal rein. Schnell, Jesse wartet schon. Okay. Ich will den Part eigentlich sonst mal langsam beenden, aber das geht nicht so gut bei dem Spiel. Ich glaube, den Rektor in einem Part abzufrühstücken wäre schon ziemlich hart. Ansonsten hätten wir ja sonst hier sogar einen kleinen Moment eben, um Pause zu machen. Und der Part hat sowieso schon über Länge, von daher gut. Dann, Jesse, es tut mir leid, warte noch ein bisschen länger. Wir werden dann hier eben den Part beenden und uns im nächsten Part dann hier im Reaktor weiter umsehen und den hoffentlich doch wieder so cool in die Luft springen wie auch im Original, wenn nicht sogar noch cooler, weil Grafik und so. Und ich hoffe, dass sich der Anfang schon sehr gut gefallen hat, so wie mir auch. Es ist einfach ein Erlebnis, unglaublich geil. Ich schaue dann auch nochmal, wie es mit dem Ton jetzt aussah im ersten Part und sowas, aber eigentlich sollte es wahrscheinlich gut so sein. Und ich muss auch sagen, ich finde die Synchronsprecher auch so passend und gut, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Film hier, wie hieß der noch, Admin Children oder so ähnlich in der Art? Irgendwas mit Children. Das war ja der Film von Final Fantasy VII, der quasi nach dem Original spielt, nach der gesamten Story. Und der ist ja auch schon ziemlich gut, aber da fand ich gerade den Sprecher von Barrett zum Beispiel grottig. Der hat absolut nicht gepasst. Und hier sind wirklich alle Stimmen so liebevoll und passend auf die Charaktere gefühlt auch zugeschnitten, dass es einfach nur ein wahrer Genuss ist. Und wie gesagt, wie die Leute hier auch aussehen und wie die zueinander stehen, dass hier sehr viel mehr zu den Verhältnissen auch zwischen den Leuten gesagt und gezeigt wird, wie ihr noch auch feststellen werdet. Aber dann schon hier, wie der ganze Anfang in die Länge quasi so ein bisschen gezogen wird, was aber überhaupt nicht überflüssig unbedingt erscheint, sondern wirklich passend. Das ist einfach nur geil. Ich meine, zu dieser Zeit, in einer halben Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange der erste Part wirklich beim Original jetzt bei mir war, aber da waren wir mit dem ganzen Reaktor schon durch und hier sind wir jetzt quasi, ich glaube, bei der Hälfte oder so. Deswegen, jetzt hat man wirklich auch das Gefühl, in einem riesigen Reaktor zu sein, der dafür verantwortlich ist, das hier alles so zu machen, was ein Reaktor halt so tut, ne? Das ist einfach nur extremst geil. So, und damit genug gelabert. Wie gesagt, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut und ciao!